Ja, Michael Schulz steht bei mir. Heute nochmal am zweiten Weihnachtstag in der Westfalenhalle in Dortmund aufgetreten. Leider hat es im Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach nicht sein sollen. Dennoch hat es Spaß gemacht, hier vor so einer Kulisse zu spielen. Ja, absolut. Also, es war eine tolle Veranstaltung. Leider waren nicht so viele Zuschauer da, wie wir erhofft hatten. Ja, die gleiche Veranstaltung in Berlin hat etwa 6.000 Zuschauer gehabt und richtig Spaß gemacht. Und so kommt natürlich nicht die richtige Stimmung rüber, die man gerne hätte oder die man braucht für einen richtigen guten Zauber. Aber trotzdem, ich glaube, wir haben ganz nettes Spiel gesehen, viele Tore gesehen, schöne Tore gesehen. Also war, glaube ich, für alle was geboten. Dennoch war es ein Heimspiel für Borussia Dortmund. Ja, gut, ist immer schön, wenn man merkt, dass natürlich die Schwarz-Gelben oder die Gelb-Schwarzen in Überzahl da sind. Aber man sieht auch Blau-Weißes vertreten, ja, sowohl als Bochum auch als Schalke. Gladbacher sind da, soweit ist es ja nicht. Deswegen ist dieser Ruhrgebietscharakter oder der Westcharakter schon sehr schön für so ein Turnier. Und ich finde, das sollte man noch weiter machen. Ja, Sie haben auch noch eine Show-Einlage geliefert. Die Zuschauer hat es gefreut. Haben Sie das immer noch nicht geübt? Üben Sie da noch oder ist es noch von den alten Zeiten? Nee, das ist schon noch von früher. Ein bisschen kann man ja noch. Ne? Und ohne Gegner ist es ja noch einfacher. Ne? So ein bisschen, also die Technik verlernt man ja im Grunde nicht. Das ist das Schöne. Und gerade bei mir ist es ja so, dass man mir die Technik zugetraut hat, weil ich als Abwehrspieler eher fürs Grobe zuständig war. Ja? Insofern ist für den einen oder anderen Fan dann eine Überraschung dabei heutzutage. Dankeschön, Michael.